Willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Im letzten Part sind wir weiter in Gaia vorgedrungen. Und ja, haben hier auch so einen Gaia-Berserker oder keine Ahnung, wie das Ding hieß, besiegt. Und wollen jetzt eigentlich prinzipiell nur noch Fina die ganze Zeit Wind zaubern lassen. Und gegen diese Gegnergruppe könnte das gleich ziemlich praktisch werden sogar. Schauen wir mal. Okay, sind doch ein paar weniger. Ich dachte, es wären wenigstens 6 Gegner. Gut, dann nicht. Dann würde ich mal sagen, greife die Teufel an. Stärker. Wunderbar. Okay, du greifst jetzt einfach auch an. Rap wird genau dasselbe machen. Und Fina wird jetzt zu, wie gesagt, weiteren Windattacken greifen. Oh, Wind, twist like a tornado. Und damit jetzt hoffentlich ihre Windstufe einfach mal zu einer messlichen steigern. Okay, der Gegner möchte sich anscheinend nicht gescheit treffen lassen. Finde ich jetzt weniger nett von ihm. Aber gut, es klappt ja alles. Ja, kein Problem. Alles kein Problem. 48 Punkte für Finas Windstufe. Das ist doch nicht schlecht. So. Gehen wir hier gerade mal rein. Hier nicht. Also folgen wir dem roten Ding. Da sind wieder so 3 Typen. Mal sehen, ob es diesmal wenigstens 6 Gegner sind. Ja, ganz genau 6 sogar. Schön. Das heißt, Rap darf erstmal angreifen. Planlos. Du darfst. Was machst du denn jetzt mal? Mach mal heilen 2. Einfach, weil. There. Ah, komm schon. Na, wahrscheinlich stirbt das Ding jetzt, bevor Fina zum Heulschlag machen kann. Ja. Und trifft leider doch nur 5 damit. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Vielleicht habe ich mit Rap jetzt am besten noch ein bisschen Erde. Damit er einfach auch ein bisschen stärker noch wird. Im Gegensatz zu Justin ist er natürlich verdammt schwach, was so gesehen auch nicht unbedingt, ja, was man ihm nicht wirklich vorwerfen kann. Denn Justin hat da so eine Attacke, die das etwas gemein macht. So ein Drachenspalter zum Beispiel. Ich könnte auch Justin das Ding nochmal geben, dann mit dem Drachenspalter einfach alles wegbashen. Dann würde ich nämlich auf die beiden anderen Werte das Doppelte kriegen, das heißt, ich würde 80-80 kriegen. Was natürlich auch nicht schlecht wäre. Verzögerungsgas, okay. Macht Schaden oder ist das jetzt nur... Ja, es macht sogar Schaden. Immerhin. So. Die alle weg. Und dich dreschen wir jetzt einfach zusammen. Ja, gut, das war's dann. Ja, wir müssen Raps Stärke echt noch ein bisschen hochbringen. Mal sehen, dass ich das noch ein bisschen mit Erde mache. 1700 Erfahrung. Mal sehen. Da könnten wir lang oder wir könnten da lang. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Wo sind wir denn jetzt?
Fall in einem etwas größeren Bereich wieder. So, Liette. Einfach mal attackieren. Rap, wie gesagt, du darfst jetzt ein bisschen Erde noch hochsetzen. Und gleichzeitig die Gegner natürlich damit ordentlich vermöbeln. Einfach damit deine Stärke vielleicht noch ein bisschen hochgeht. Und da ich ja beides trainiere, Feuer und Erde, geht auch dein Zauber noch ein bisschen hoch. So. Wenn Justin einmal daneben schlägt, ist halt doof, dann schlägt er mir nochmal daneben. So, heilen 2, das ist nicht erlaubt in diesem Moment. Und ja. Beenden wir diesen Kampf. Alright, we won! Selbst meine Klugheit ist fast auf 300 jetzt von Justin. Dadurch, dass man das bei dem Schwert ja mal dazu kriegt noch. Soll ich zurückgehen? Das kommt mir gerade irgendwie so richtig vor. Ich habe da gerade irgendwie das so ein bisschen in Erinnerung. Meine Erinnerung heißt ja noch nicht so viel. Ich habe ja auch immer noch nicht den Tentakel gefunden, mit dem ich mich hätte heilen können. Ich dachte eigentlich, dass hier so einer gewesen wäre irgendwo. Naja, machen wir erstmal wieder einen Pau. Smash in a bit. Sollte ganz gut Schaden machen. Na, ja, hat auch fast alles gewonnen hättet. Und der Rest ist dann kein Problem mehr. Mal wieder 1700 Erfahrung. Und damit hat Justin auch bald sein Level und ist dann auf 40. So. Da sind wieder orange. Ist aber nicht der Weg, oder? Doch, das ist tatsächlich sogar derselbe Weg. Okay, dann hat sich der Kreis geschlossen. In dem Sinne. Gut, dann jetzt hier lang. Okay, noch mehr Gegner. Da ist tatsächlich eigentlich gar nichts, was ich mit Justin machen möchte. Er ist mehr als stark genug gerade. Deswegen, du greifst mal bitte den Teufel an. Und du greifst mal das Ding an. Und du machst den Holzschlag. Oh, wind twist like a tornado. So. Und dann machen wir mal den Kampf zu Ende. Gadwin's secret move. Dragon King Slayer. Und erhöhen nochmal unsere Stufen damit. Ah, dieser Angriff, ne? Ja, Kampf nicht ganz geschafft. Ein bisschen was hat überlebt tatsächlich. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ja. Und nochmal eine Schwertstufe höher. Alright, we won! Stärke 312 inzwischen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, grün, wo kommen wir hier hin? Also ich habe momentan kaum einen Überblick über das Ding. Wo wir hier sind. Aber das wird schon, denke ich. So,
Justin, greifen wir irgendeinen dieser Teufel an. Jette, du darfst das Ding angreifen, ja, warum nicht? Einer ist leider schon down gegangen, das heißt nicht ganz alle, die wir treffen können. Oh, Wind, twist like a tornado. Soll trotzdem ordentlich Punkte für Fina geben. Und da geht auch die Windstufe höher. Und Rap. Kann jetzt auch nochmal einen Boom Pow rausholen. Smash it a bit. Und sich damit auch nochmal ein bisschen verstärken. Zap alle, wow. Nicht schlecht, was du da rausholen willst. So, das sollte jetzt das Level sein, oder? Jo. Damit ist Justin auf Stufe 40. Jawohl. Seine Werte sind einfach ziemlich gut. Das Einzige, was wo er nicht der Beste ist, ist Geschwindigkeit. Und da ist Rap nur besser. Das ist überall der Beste. Hm. Außer jetzt von ZP vielleicht noch her auf Stufe 3. Da hat er auch ein bisschen weniger. Okay, hier ist offen. Ich habe gerade keine Ahnung. Gaia Gehirn. 6 Gegner, gut. Dann mache ich da einfach mal einen Heuler rein. Here goes! Ha! Um die Geschwindigkeit zu erhöhen. So. Du kannst eigentlich ja eine Feuersäule machen, warum nicht? Du zauberst eh nur, also warum nicht deinen Zauber ein bisschen erhöhen? Oh, Raging Fire, bring your fury here! So, wir sind auch bald am Ende. Ich probiere mal keine Verteidigung aus. Mal sehen, ob das funktioniert gegen die. Fände ich recht gut. Ne, überhaupt nicht. So ein Müll. Der Angriff bringt eigentlich überhaupt nichts mehr gerade momentan hier in Gaia. Was ein bisschen schade ist, dass man einfach einen Angriff gar nichts mehr bringt. So, Windstufe höher. Und jetzt räumen wir einfach ein bisschen auf. Not bad, eh? So, wer steigt denn jetzt in Level? Als nächstes, Liette braucht 10.000, Fina wahrscheinlich. Ja, Fina. So, da könnten wir auch wieder rein. Da gehen wir auch mal rein. Der Pfeil zeigt genau in die andere Richtung. Aber hier geht es zumindest nach oben. Na, jetzt geht schon mehr in die Richtung wieder. Ah ja, okay. Hier haben wir dieses bunte Ding. Das brauchen wir noch. Wir müssen hier nämlich die verschiedenen Dinger dazu finden. Welches aber, glaube ich, einfach nur das hier ist. Was auch immer das gerade war. Auf jeden Fall ist jetzt hier die Tür offen. Und hier sind wir definitiv richtig. Auch nochmal ein Item hier. Und eine Truhe. Geistestrank. Das war der für 99 ZP in allen Gruppen. Ein noch eine blaue Pille irgendwo.
die weg. Setzen das Ding rein. Heilen uns. Und speichern. Und ich glaube nämlich, ab jetzt würde... Wir sind direkt vorm Finale. Wenn ich mich richtig erinnere. Das will ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht machen. Das ist die Sache. Ich glaube, das hier wäre dann das Finale. Sogar ja 5. Da will ich, wie gesagt, noch nicht rein. Wisst ihr was? Ich mache kurz einen Safe State. Schau nach, was drin ist. Und wenn es wirklich das Finale ist, dann gehe ich sofort zurück. Und ja, das ist es. Und ich brauche nicht mal einen Safe State benutzen. Aber ja, das hier ist das Finale. Ich würde stattdessen nämlich gerne noch was nachschauen, wenigstens. Ob ich nämlich das Ding vielleicht einfach nur übersehen habe? Komme ich da jetzt immer raus, oder was? Ah ne, jetzt sind hier die ganzen Dinge offen, okay. So. Frage ist jetzt, wo ich hier komplett wieder rauskomme. Ich folge mal dem Pfeil. Ja, okay. Gehen wir zurück nach Gaia 3 und schauen hier noch mal kurz. Dass wir einfach mal kurz zurückkommen. Nein, lass mich in Ruhe, danke. Ich war nämlich der Meinung, dass es hier noch irgendwie eine Möglichkeit gab, sich einfach nur schlagen zu lassen von so einer Falle. Es kann natürlich auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe und dass ich euch dann raten werde, dass ihr das eben irgendwo anders macht, weil es hier nicht geht. So, muss man weiter genug weg, dann kann man wieder rein. So. Ich gehe jetzt einfach zurück. Zu Gaia 2. Ich meine, hier waren ja lauter Tentakel, aber ich finde jetzt keinen wirklich, der dich schlagen möchte. Ich war irgendwie der Meinung, dass es irgendwo noch das gab, dass es irgendwo noch einen Tentakel gab, der nach dir ausgehauen hat. Anscheinend nicht. Da war ich mir aber relativ sicher. Ah, okay, da ist noch ein Item. Das möchte ich natürlich haben. Das ist immerhin etwas. Machen wir wieder einen Tornado. Und du einfach ein heuler Schlag. Was? Lebenstrank? What the hell? Ich hab doch... Na gut. Ich dachte eigentlich, ich habe einen Heulerschlag eingesetzt. Aber okay. Eigentlich schon gewundert, warum ich irgendwas auswählen musste. Ach ja. Na gut. So, dafür steigt wenigstens die Windstufe nochmal. Und bei Rap machen wir auch nochmal ein Erdbeben. Auch wenn es nur gegen zwei Gegner geht, mein Gott. Magnitude 10, take that. So, und ich bin fast gewillt, jetzt wirklich zu sagen, ich werde einfach mal noch ein bisschen... Also, die Sache ist die, der Endkampf ist sowieso jetzt schon so ziemlich simpel wahrscheinlich auf unserem Niveau. Wie gesagt, damals, als ich den Endkampf gemacht habe, war ich Level 32 oder sowas. Und bei weitem nicht so stark. Ich habe da, wie gesagt, Himmel und Erde erst gelernt. Hier in diesem Dungeon. Also ich war wirklich definitiv nicht so stark, wie ich das jetzt bin. Ja, deswegen bin ich am überlegen, vielleicht trainiere ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen so die Windstärke von, scheiß drauf. Von Fina einfach noch, damit ich eben dann noch das letzte Ding bekomme. Schau mich auch nochmal um, vielleicht finde ich ja doch noch diesen Tentakel. Ich denke aber fast irgendwie nicht.
Ich kann hier ihn definitiv nicht mehr finden. Ich sehe hier keinen, der nach mir ausholt. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und dann beim Finale. Bis dann.